Ja, es ist ein sehr trauriger Tag für die Karnevalisten in Braunschweig. Wir haben fantastisches Wetter. Es wäre das ideale Showdouble-Wetter gewesen, aber wir können es nicht durchführen. Wir müssen zusammenstehen. Ich bin persönlich sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn wir wieder dürfen. Weil ich habe die große Befürchtung, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht mehr da sind. Und die Kulturgesichter, die Bilder, die hinter mir laufen, das sind alles Menschen, die seit fast einem Jahr keine Perspektive haben. Die finanziellen Mittel kommen teilweise nicht so an, wie sie gebraucht werden. Aber ich glaube, das viel, viel Schlimmere ist das Mentale. In Braunschweig pochen Kulturschaffende auf einen Plan B. Man könne nicht darauf warten, bis alle geimpft sind. Mit Massentests wollen sie wieder starten. Unter dem Titel Kulturgesichter 053 sind heute in Braunschweig mehr als 500 Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche auf die Straße gegangen. Es geht uns einfach darum, wirklich gemeinsam etwas zu schaffen. Mit der Politik, mit der Veranstaltungswirtschaft. Denn wir wollen nicht am Tropf der Nation hängen, wir wollen uns selber helfen. Die Kultur ist hart betroffen und ich glaube, dass es endlich Zeit wird, der Kultur eine Perspektive zu geben. Wir befinden uns, das sage ich auch als Arzt, sicherlich im Bereich des Gesundheitsschutzes, aber wir befinden uns auch im Bereich der wirtschaftlichen Existenznöte und wir befinden uns auch im Bereich der sozialgesellschaftlichen Spannungsverhältnisse. Und was das für Verwerfungen mit sich bringt und die Folgekosten übrigens für eine gesamte Gesellschaft, die mag ich mir gar nicht erträumen. Ich hätte heute gerne was anderes gemacht, außer eine Demo angemeldet. Lasst uns gemeinsam einen Ruck durch Deutschland bringen und lasst uns gemeinsam hier in Braunschweig und in der Region mit gutem Beispiel vorangehen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ein Sarg ist etwas, wo ich davor stehe und mich gerne daran zurückerinnere, was in diesem Sarg ist, weil ich damit sehr emotional verbunden bin. Und in diesem Sarg sind für mich wahnsinnig viele schöne Erinnerungen in Form von Veranstaltungen, in Form von... Mein Job ist die Liebe meines Lebens. Ich liebe das, was ich tue und ich glaube, das geht jedem von euch auch so. Wir werden niemals auf die Uhr gucken und sagen, ey, ich muss noch 3 Jahre arbeiten, dann gehe ich in Rente. Das passiert uns nicht, weil wir lieben das, was wir tun. Und ich lasse mir weder von einem Virus noch von irgendjemand anders meine Existenz und meine Vision, die ich habe, kaputt machen. Ich möchte dafür kämpfen, ich möchte aufstehen, ich möchte, dass wir gemeinsam mit der Politik Wege finden, um wirklich diese Pandemie zu überleben. Um das, was wir machen, unsere Berufung, um Menschen Perspektiven zu geben, um kleinen Kindern wieder strahlende Augen zu bringen, um wieder Menschen zu sehen, die sich umarmen, die sich anfassen, die tanzen, die nachts zusammen feiern, die einfach die Formel einer guten Party ist, möglichst viele Menschen auf möglichst engem Raum, möglichst in Hemd zusammenzubringen. Das müssen wir unter Einhaltung aller Regeln wieder schaffen. Sie und uns alle, auch mich persönlich, treibt natürlich eine Sehnsucht nach der Normalität unseres Alltages um. Eine Sehnsucht danach, wieder in eine kulturelle Veranstaltung gehen zu können, an einem Konzert teilnehmen zu können, an einer Großveranstaltung ins Kino gehen zu können. Diese Sehnsucht verbindet uns alle. Anfang März wird es eine Neuzulassung von etwa 2 Dutzend Selbsttests, den sogenannten Antigen-Schnelltests, geben. Wenn diese eingeführt sind und zugelassen sind, werden wir ein Stück weit Sicherheit zurückgewinnen. Dann ist es möglich, innerhalb von 12 Stunden ein Kino, eine Kulturveranstaltung, ein Konzert zu besuchen und selber zu wissen, dass man sicher ist und das Virus nicht in sich trägt. Wer, wenn nicht ihr, hat ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, für viele Verantwortung zu übernehmen? Ich finde es ganz, ganz schwer erträglich, dass die Hilfen bei ganz vielen von euch immer noch nicht angekommen sind. Ich sage das auch wirklich in aller Selbstkritik. Wenn man den Neustart in eure Hände mitlegt, dass das vernünftig wird, und ich bin davon überzeugt und wir überzeugen gemeinsam noch viele weitere Entscheidungsträger. Ich bedanke mich für diese heutige Veranstaltung, die Einladung, und stehe weiter an eurer und ihrer Seite. Aber wenn Herr Söder sagt, er versteht, dass die Friseure am 1. März wieder aufmachen, weil die Frisur
zur Würde des Menschen gehört, dann muss ich Ihnen sagen, Konzert und Theater und Ihre Arbeit als Kulturveranstalter gehört noch mehr zur Würde des Menschen. Deswegen gehört die Kultur ins Grundgesetz als ein Privileg, weil es mit der Würde des Menschen zusammenhängt. Und wir haben bei Sturm, bei Wetter, bei Sonnenschein, bei Hitze, Sommer und Sonne und Schnee kommt jetzt neu dazu, gekämpft. Und trotzdem stehen wir noch hier und sind immer noch in der Situation, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dass wir nicht wissen, wann es weitergeht. Ich kann Ihnen nur heute Nachmittag hier in Braunschweig sagen, wir wissen, dass es ohne Sie still wäre in unserem Land.